Hallöchen, ihr Zombie-Verrückten. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Militärdienst im Zombieland. Und natürlich einer neuen Folge Days Gone. Gut, wir sind jetzt zurück im Lager. Der Wart eigentlich. Captain hat einen Auftrag für uns. Vorher schauen wir beim Mechaniker vorbei. Denn ich hatte mal geschaut, wir können uns einen neuen Tank leisten. Dann sind wir auch schon abgebrannt, aber wir kommen auf jeden Fall dann weiter. Gute Wahl. Das ist auf jeden Fall das Nonplusultra, wie ich finde. 30 Bucks, wir haben ja nicht mehr gezeigt, dass wir was Neues verdienen. Corporal St. John, pass auf dich auf, okay? Corporal, gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager, ich erinnere mich. Tja, dieser Mann, Sergeant Lee Anderson, war sein Partner. Er sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch, ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Ui. Uiuiuiui. Naja, warum auch nicht, ne? Keine Schnellreise verfügbar. Dann düsen wir dann mal runter. Warum streikst du dich nicht an? Warum bist du noch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du noch nicht damit fertig? Sergeant. Ich bin dir so sehr, willst du nochmal laufen? Nur zu, Prinzessin! Ja! Ja, Sir. Sergeant! Jawohl! Sir! Druckdrall und Geschwindigkeit. Moment, ich öffne das Tor. Tanken. Scheiße. Dann hoffe ich mal, dass wir... Ist hier eine Tankstelle? Nee. Dann hoffe ich mal, dass wir irgendwo tanken können. Brandrodung hat hier echt schon stattgefunden, ne? Wow! Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Verletzte! Tote! Drei Schläge, drei Treffer. Ihr Vollidioten. Oh! Vier Schläge, vier Treffer. Das Einzige, was ich jetzt so scheiße finde, ist, dass mein Moped komplett im Arsch ist. Ey, null, ne? Du kannst absteigen, die könnten reparieren. Ja, bitte dich nicht. Los, hau rein. Los geht's. Mich eiskalt erwischt, die Schweine. Im Gedanken war ich so bei der Mucke. Ich dachte, da wäre schon wieder was. Und zack. Kladdatsch. Haben sie mich weggekloppt. Oh, Schrott, das hilft alle nichts jetzt. Ja, was jetzt? Hier geht nichts auf. Ah, super. Da ist eine Tanke. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John Ende. Munition haben wir. Frage ist, ob die Tanke noch Sprit hat.
Hat sie. Zweite Säule. Ich brauche Benzin. Nice. Gutes Timing. Da passt ja richtig jetzt was rein. Da passt ja richtig was rein, nu. Letzter Standort. Ich hätte schwören können, ich habe da gerade einen laufen sehen. Nö. Okay, Anderson. Dann kann's ja jetzt losgehen. Lecker. So, Anderson, was ist denn jetzt hier los? Wo bist du denn? Ich brauche eine Spur. Irgendetwas brauche ich von dir, dass ich dich finden kann. Hast du dich hier irgendwo verkrochen? Sieht nicht so aus. Auf jeden Fall nicht in diesem Häuschen. So viele Leichen. Und so viel Loot. Macht mir schon ein bisschen Angst. Mich doch. Hier war ich doch schon drin, oder nicht? Na klar. Anderson? Ich kann aber auch keine Spur entdecken. Kruzifix. Bin hier mittendrin. Knüppel. Hallo. Wo bist du denn? Er muss hier irgendwo sein. Wo zum Teufel ist er? Hä? Jetzt hat sich der Kreis in Blau geändert. Jetzt kann ich hier suchen.
Ja, was ist denn jetzt hier los, Leute? Hier, du. Wo lang? Oh Mist, Wölfe. Komm, Aufklärung. Das ist es. Wie? Was haben wir hier? Hier war ich doch gerade schon. Oh mein Gott, haben die Anderson gepackt? Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Hier lag doch gerade einer. Wow. Hat den weggetragen. Hier liegt auf jeden Fall ein Wolf. Oh, ich muss irgendwie einen anderen Weg in diese Höhle finden. Wo? Wo? Piss dich. Zu oben drauf springen wahrscheinlich. Ja, du blödes Vieh! Ich muss in diese Höhle rein. Irgendwie. Dead Coyote Lava Höhle. Noch ein Plünderer Camp. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Wie viele Drecksschuss brauchst du? So viele. Noch ein Mikrorekorder. Da hört mir einer davon, dass ihr hier draußen verdammt nochmal macht. Position 301 im Wert Coyote Lava. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis Lupus Mutans untersuchen. Oder Jäger, Bevölkerung. Hey, ich möchte einen von euch Typen mal was fragen. Uns Typen? Ja, naja. Aus der Forschungsabteilung. Also, wie kann der Virus, springen? Sie meinen, von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, was eine zoonotische neuroinvasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen. Speichel, Blut, Samen. Boah, wie ekelhaft. Er infiziert zwar vornehmlich Säuger, aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien, sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetierarten es gibt? Eine Menge, schätze ich. Ja, eine Menge. 5488, um genau zu sein, je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossumsfüchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, können infiziert werden und den Virus verbreiten. Mein Gott! Was bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die geschwollenen und gedehnten superkontinuierten Tuberkel, die ulnare und radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauen. Was das für uns bedeutet, Corporal, ist, dass wir froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser dir als wir. Kommen Sie, verschwinden von hier. Ja, lieber die als wir. Na krass. Ja, ein Neuroinjektor. Mal sehen, ob der noch geht. Alle Säugetiere. Wir nehmen wieder Konzentration. Aufwachen, Dicken. Ich glaube, wir haben den Fähigkeitspunkt auch, ne? Kann das sein? Jo, haben wir. Da waren wir fertig. Wir wollten jetzt hier weiter investieren.
Die Menge an Fleisch reduziert die Abklingzeit für Ausdauerwiederherstellung. Perfekt. Und Ohr am Boden. Das ist dann das nächste, was wir mitnehmen. Dann sollten wir das hier wieder freigeschaltet haben. Gut. Konzentration sind wir voll. Anderson! Das gibt's doch nicht, du dummes Dreckstück! Mein Gott, nee! Das ist so räudig mit diesen Wölfen. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich hasse sie so sehr. Da ist noch einer. Wo? Da, bin gleich tot. Hey, Gott sei Dank hatten wir uns gerade geheilt. Du kriegst doch nicht mal was dafür, ne? Ach, das hat gereicht, ja? Ist ja interessant. Was eine Kackhöhle. Diesmal nicht mit dem Commander. Ich muss hier raus, ey. Scheißhöhle. Hier durchzwingen. Anderson, bist du's? Hast du noch deine Milizarmbinde? Ja, klar. Mhm. Scheiße. Ray. Verdammt. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Definitiv. Tschüss. Fuck you. Leg mich doch nicht mit so einem scheiß Bären an. Bin ich lebensmüde. Was ist denn jetzt los? Also. Also echt nicht. Camp. Da muss ich den ganzen Weg hier sonst immer runterfahren, ne? Wir nehmen das Camp jetzt ein. Damit wir einen Schnellreisepunkt haben. Noch ein Nest. Zünden wir es an. Nest? Noch ein Nest. Dann mal los. Och je. Geleckt mich am Arsch. Ich meine, wo ist denn hier ein Nest? Das wird was Neues, auf jeden Fall. Alles klar. Ja, sicher. Na klar. Heilen, heilen, heilen. Er heilt sich nicht. Was war das denn für eine Scheiße?
Ich meine, mit einer Armbrust. Mit Feuerpfeilen. Könnte ich die wegholen? Ich fahre einfach dran vorbei. Dann gehe ich ins Camp, hol die Armbrust und dann fackel ich die scheiß Nester ab. Die will einen alles töten. Und das Schild auch. Habt ihr das gesehen? Zack, da war das Schild auf einmal. Da kommen welche. Können wir leider nichts erkennen. Ich weiß, wo du bist. Ja, jetzt habe ich dich. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Dieb. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Ich muss nachladen. Feuer! Feuer! Das war ein. Ich muss es beenden. Alles klar. Ich kann niemanden sehen. Aber wirklich gar keinen. Ach, da hinten, glaube ich. Hier ist jemand. Das ist auch ein Kontrollpunkt. Aha, die machen da irgendwie Barbecue. Ein dicker Boy. Wir müssen auf Fallen aufpassen, hier sind hundertprozentig welche. Noch ein Nero-Lager. Mal sehen, was sich in der MMA so verbirgt. Da komme ich nicht durch. Beschissenen Drecksmörder. Ihr lauert gern Leuten auf, was? Ach, wie viele von euch gibt's hier eigentlich, ja? Auch egal, nicht genug. Endlich! Ihr habt gesehen, was da Phase ist, ne? Ich trau mich nicht. Ich lass die Horde da alles weghauen. Zwei Leben noch. Okay, einer noch. Scheiße. Aber er hält sich hartnäckig. Er hält sich hartnäckig. Ja, ich glaube, das war's. Die Straßen werden
etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Er tickt doch nicht sauber. Ich kann doch jetzt hier nicht reinrennen. Ich muss hier erst nochmal weg und einen Blick ins Lager erhaschen. Und dann ist es hundertprozentig wichtig, dass ich alle Lautsprecher finde, weil sonst hat sich das erledigt. Tja. Das sind extrem viele. Mit einer Horde legt man sich nicht an, Freunde. Macht man nicht. Fuck. Mir sind so ein bisschen die Hände gebunden. Ich kann nicht zurück. Mit einer Schnellreise. Wegen den Krähen. Das dürfte nicht funktionieren. Andererseits kann ich hier auch nichts machen wegen der Horde. Wo ist der Bunker? Wenn ich da reinkommen würde, das wäre geil. Jawohl! Ey, mehr Glück wie Verstand. Das war reiner Zufall jetzt. Das war ultra Glück. Dann schlafe ich jetzt und dann sind die weg. Ha! Den mache ich ein. So einfach haben wir ein Lager noch nie eingenommen. Das war easy. Ach hier. Was ist das? Eine Karte? Notizen? Alles klar. Papiere, Notizen zum Bauen. Oh ja. Notizen zum Bauen? Nest, Nest. Nest. Ah, guck mal hier. Niro, Niro, Niro. Das ist richtig nice hier. Wir schlafen mal und dann gucken wir mal oben nach. Dann gehen wir mit der Armbrust los und hauen die ganzen Nester weg. Und schon wieder bereit. Ich bin gespannt. Hallo, Deacon, mein Gott, Junge. Halt. Heilen. Na also,
Das war schon mal einer. Noch einer. Da ist keiner. Hier oben ist einer. An den ist nichts mehr dran. Beute. Ah, die haben mir gut Tote gelassen. Da ist er. Da ist keiner mehr. Da oben wird hundertprozentig noch einer sein. Und hinten an diesem kleinen Häuschen mit Sicherheit auch noch. Tunnel nach Westen. Schätze, dass Nero niemanden zur Küste lassen wollte. Ja, und ich sehe da trotzdem einen Lautsprecher. Kannst dich erkennen, ey. Ich kann es wirklich nicht erkennen. No. Ja, dann Benzin, ne? Ich glaube ja nicht, dass wir den so anschmeißen können. Nein, tanken. Looten und tanken. Benzinkanister. Ich bin gespannt. Dann mal los. Fertig. Na dann. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Läuft's jetzt? Okay, schauen wir uns mal um. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Diese Sicherung. Immer diese Sicherung. Moment mal. Nein, nicht hier lang. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich eine Sicherung wäre?
Immer dieses Gesuche. Okay, was haben wir denn da? Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Irgendwo hier drüben. Könnte nützlich sein. Muss mich genau umschauen. Boah, Deacon, ey, dass du da jedes Mal wieder reinrennst, wie so ein Vollidiot. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Weiter geht's. Habe ich jetzt die Sicherung immer noch nicht? Meine Fresse. Was ist das? Wo ist jetzt die Sicherung? Eieiei. Da vorne. Halt. Na gut. Wo? Immer noch nicht. Geht doch. Ei, leck mich doch am Arsch. Wo ist hier die Sicherung, Mann? Eine Sicherung. Ja. Warte. Da drüben. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Weil die Sicherung viel besser okay. ist. Dann schauen wir mal. Noch ein Neo, Ricardo. Was ist hier passiert? Wir kommen hier raus. Wie soll er? Wartet, bis sie abziehen. Scheiße, Miliz. Schon meine zweite Begegnung mit dem Wichser. Ich schätze, sie werden keine Leichendeponien mehr beaufsichtigen. Ja, und wissen Sie was? Ich werde es nicht vermissen. Kein Stück. Es war wie mit einer Sandschaufel die kommende Flut aufzuhalten. Zeitverschwendung. Wem sagen Sie das? Was werden Sie jetzt tun? Ich werde nicht zu den Wichsern überlaufen. So viel steht fest. Ich habe eine Übersichtskarte. Wir wollten Leichendeponien. Scheiß drauf. Sagen wir doch, was Sie sind. Massengräbergraben von hier bis nach Zero's Beach. Das ist mein Ziel. Zero's Beach. Klingt doch ganz nett. Zur Küste. Kann ich mitkommen? Wieso eigentlich nicht? Ich heiße Single. Also, wie viele Notrationen haben Sie da drin? Naja, die Küste ist keine schlechte Idee. Ich habe noch keine schwimmenden Freaks gesehen. Ich hoffe, du hast es geschafft, Marty. Hat sie nicht. Ja, ein Neuroinjektor. Hat sie nicht. Gesundheit. Das Wetter macht mir ganz schön zu schaffen. Und mir erst. Ab zum Motorrad. Dann schließen wir die Mission ab, nachdem wir 10 Minuten gesucht haben.
Ich muss nur meinen Benzinkanister mitnehmen. Da drüben lag einer. Und na bitte. Wird nie langweilig. Es ist. Bleib mir bloß vom Leib, ey. Ja, sicher. Das ist hier so eine Drecksschlampe. Gute Nacht. Auch das Ohr. Wo ist er? Er bleibt da unten. Alles klar, dann können wir tanken. Wo ist mein Kanister hier? Ach, wir haben 97%. Oh, gutes Timing. Das sollte reichen. Wir machen die Schnellreise und direkt hierhin. Boah, unser Tank, der ist ja richtig groß jetzt. Eine von uns, aufmachen. Hey, Corpo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, immer im Tag. Ja, Corpo ist in Charge. Sarge. Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Er ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. Mit Verlaub, Freunde. Damit beenden wir die heutige Folge. Jede Menge Zombies und Typen eliminiert. So kann das weitergehen. Und weitergehen los, kann auch euer Support. Los. Also drückt mir die Daumen rein. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich. Und bin raus. Schneller.